Hallo Freunde und zurück bei den Webats. Heute ist der 23. Also ein Tag vor Heiligabend. Ich bin gerade am Geschenke einpacken. Und da ich euch ja versprochen habe, dass ich euch auf jeden Fall die Geschenke zeige. Ich habe nebenbei noch einen Zeitraffer zu laufen zum Einpacken. Ich zeige auf jeden Fall euch jetzt eins, und zwar das. Ein kurzer Urlaub für 2, 3 Übernachtungen für 2 Personen. Da können meine Eltern, also meine Mama und mein Stiefpapa, aus 1200 Hotels wählen und sich 3 schöne Tage zu zweit machen. So, dann meine Oma bekommt ein Teeglas. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, ist am besten. Da steht drauf, niemand ist wie Oma, danke für alles. Für meinen kleinen Bruder, der 3 Jahre alt ist, Paw Patrol. Und nochmal ein Paw Patrol Kissen. Ich glaube, er wird sich freuen. Für meinen Papa, der eigentlich jedes Jahr von mir dasselbe kriegt, natürlich nicht dasselbe in dem Sinne, aber kriegt immer von mir ein Cappy, weil er das dann immer ein Jahr trägt und dann schenke ich ihm ein neues. Diesmal kriegt er eins von Puma in so einem Marineblau. Ist natürlich nur ein Aufkleber hier vorne. Kriegt er noch eine Fußmatte von Borussia Dortmund. So, Freunde. Kommt zum nächsten Geschenk für meine Cousine. Bilou. Wir unterstützen mal hier ein bisschen Bibis Beauty Palace. Kommt sie noch von mir. Diese Bluse. Ich muss zugeben, die habe ich selber mal getragen, aber ich passe leider nicht mehr rein, deswegen vermache ich sie ihr und ich habe sie gerne getragen. Und das Rot passt super zu Weihnachten. Lack, passend zum Oberteil. Genau, weil ich für meine Tante und meinen Onkel kriegen einen Kinogutschein im Wert von 25 Euro. Da möchte sie sich auch mal zur Zeit zu zweit gönnen und dazu einfach nur symbolisch Shio-Popcorn. Süß. Last but not least, Freunde, für meinen Maxi, also für meinen anderen Bruder, der 4 Jahre alt ist. Playmobil. Wer hat es als Kind nicht geliebt? Ich hab's geliebt. Und ich freue mich auch schon, wenn ich es morgen mit ihm auspacken kann und wir dann damit spielen können. Komisch, wa? Aber ich freue mich darüber. Wir hatten es als Kinder auch. Die Tierklinik. Deswegen finde ich es noch umso cooler. Freunde. Hallo Freunde. Ich wünsche euch ein frohes Fest, weil heute ist Weihnachten. Und heute ist es Weihnachtszeit. Also, was heißt Weihnachtszeit? Weihnachtsparty. Genau, wir fahren gleich ins Kino. Das ist bei uns so Tradition an Weihnachten, seitdem ich kleines Kind war und mein anderer Bruder, der noch schläft. Und der kleine Knirps hier, der wird mit in die Tradition eingebunden. Letztes Jahr war sein erstes Mal Kino, hat er super gemacht. Da haben wir McQueen geguckt, weißt du noch? Den dritten Teil. Und jetzt gucken wir jetzt mal den Grinch hier. Den Grinch gucken wir heute, richtig. Genau. So, und wenn wir nachher gehen, dann müssen wir was machen für den Weihnachtsmann? Plätzchen. Und was noch? Milch. Milch, genau. Und wenn wir wiederkommen, war der Weihnachtsmann bestimmt schon da und hat alles aufgegessen. Gesundheit. Und vielleicht stehen sogar die Geschenke schon da. Ja.
reinmachen. Das läuft ja schon. Ja, ja. Okay, stopp. Super. Patze drauf. Sehr gut. Darf ich bitte was trinken? Warum? Wieso? Weil jetzt ein Popcorn-Modell sein. Wir müssen nicht 10 Jahre umweilen. Prost! Prost! Hast du auch gemacht? Jetzt der Weihnachtsmann! Du bist der Weihnachtsmann? Ja. Dann zieh erstmal Schuhe aus und alles. Bitte alle. Was du machst? Hä? Da ist Schenke drunter. Weiß ich nicht, musst du gucken. Musst erstmal gucken, ob der Weihnachtsmann Plätzchen und Milch getrunken hat. Ja, guck. Wirklich? Ja, guck doch mal. Ja. Oh, ja. Alter, hier sind da aber. Wer übertreibt jetzt hier von uns? Na, mein Süßer? Hallo! Dann reicht es erstmal, du kannst ja auch noch nachnehmen. Wir haben genug. Ausgestellt finden, ja, aber. Na komm rein jetzt hier. Und was sagst du dazu? Hast du wie das andere da? Aufsetzen. Von Puma. Wisst ihr, was das ist? Zum Hände abwischen. Die haben auch. Das ist viel zu schade dazu, wa? Ey, siehst du aus? Brauchst du bloß noch den Keller? Siehst du aus wie der Schaffner? Ich hab sie alles drin. Haha. Oh, ja. Immer hier! Fußabtreter? Ja.